Trotz eines Großaufgebots der Polizei ist es in Paris am Rande von mehreren Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen. Ordnungskräfte setzten vielerorts Tränengas ein. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 150 Menschen vorübergehend festgenommen. Die massivsten Ausschreitungen gab es bei einem Protestzug tausender Menschen für den Klimaschutz durch vermummte Gewalttäter. Auch bei Protesten der Gelbwesten auf den Champs-Élysées, wo ein Demonstrationsverbot galt, kam es zum Einsatz von Tränengas. Seit November bin ich dabei, seit die Verbraucherpreise steigen. Repression, Repression, Repression. Ich habe Gas eingeatmet, ich war ganz nah dran. Ich bin 71 Jahre alt, Monsieur. Die mittlerweile zersplitterte Gelbwestenbewegung protestiert seit November gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron.